Herzlich willkommen in der spanischen Wildnis und zu einem neuen Video. Wir versuchen hier gerade irgendwo in den Schilfgürtel reinzukommen, uns einen Platz zu bauen. Die Mücken zerwamsen uns, die Dornen zernageln uns. Aber wer weiß, für was es gut ist. Wir nehmen euch mit. Große Fische, wird da hinten schon geschrien. Wir nehmen euch mit und hoffen, dass der Plan aufgeht und zeigen euch ein bisschen, was wir machen. Viele Grüße hier aus dem Dschungel. 39 Grad und es wird noch heißer. Der Platz im Dschungel ist fast aufgebaut. Ich bin jetzt noch mal los und habe uns so ein paar Mückenspiralen hier besorgt. Also mitten im Dickicht, in dem Schilfgürtel, wimmelt es wirklich von Blutsaugern. Die Videoreihe hier im Dschungel wird ein Zweiteiler werden. Jetzt im ersten Teil werden wir in einem tiefen Flussabschnitt angeln. Also wir haben hier Wassertiefen von über 10 Meter mit einer ganz speziellen Montage. Im zweiten Teil dieser Videoreihe, die bereits nächsten Sonntag erscheinen wird, werden wir eine sehr flache Flusspassage beangeln, also komplett unterschiedliche Montagen einsetzen. Und ich werde euch auch wieder was ganz Cooles verlosen in den Videos jetzt. Die Wuben F5 ist eine ganz coole Banklamp, also ist eine Lampe, die könnt ihr euch an den Angelplatz stellen, hängen, alles Mögliche mitmachen. Könnt ein schönes Hintergrundlicht erzeugen, eine starke Lichtquelle zum Kochen. Also universell einsetzbar, dieses Teil. Und ganz einfach draußen auch aufladbar. Alles, was ihr machen müsst, um die Wuben F5 gewinnen zu können, schätzt die Anzahl der gefangenen Fische in beiden Videoteilen. Also angeln jetzt hier in der tiefen Flusspassage, was gleich beginnt. Und das Angeln in der flachen Flusspassage, was nächsten Sonntag kommt. Schreibt sie unten bei den Kommentaren rein, was ihr denkt, wie viele Fische gefangen werden. Das ist eine spannende Sache, ist nicht einfach, muss man schätzen. Deswegen ist es auch ein Gewinnspiel und ist spannend und macht Spaß. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück und gewinnt die F5. So, ich muss jetzt noch meine Montagen vorbereiten, da nehme ich euch mit. Wir dürfen hier in diesem Revier mit Karauschen angeln, also es werden Köderfische zum Einsatz kommen. Das Spannende an diesem Revier ist aber, vor vielen, vielen Jahren war hier ein ganz, ganz niedriger Wasserstand. Und irgendwann im Laufe der Zeit wurde zur Energiegewinnung, um Wasser für die umliegenden Felder auch gewinnen zu können, das ganze Gewässersystem hier aufgestaut. Es wurde eine große Staumauer gebaut, es wurde alles aufgestaut. Und alle Bäume, alle Sträucher, wie ihr es auch hier im Hintergrund seht, wie das Tal hier verläuft, wurden einfach im Wasser zurückgelassen. Das bedeutet, dass am Gewässergrund sehr, sehr viele Hindernisse auf uns warten. Dort, wo die Hindernisse sind, wo die Bäume am Gewässergrund stehen, dort lauert natürlich auch der Waller und schießt aus seinem Versteck heraus, um Beute zu machen. Und genau dort werden wir auch versuchen, unsere Montagen zu präsentieren, unsere Köderfische. Aber wenn ihr hier mit einem normalen System arbeitet, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass der Wels nach dem Biss in das Hindernis flüchtet. Und wenn der Wels hier in so eine Hecke, in so einen Baum unter Wasser reinflüchtet, ja, dann ist die Chance sehr, sehr gering, den Fisch noch landen zu können. Deswegen setze ich hier eine sehr spezielle Montage ein. Ich betreibe so eine Art Hook-and-Hold-Fischerei. Haken und Halten des Wallers genau am Fangplatz. Das ist eine ganz spannende Sache. Und wie dieses spezielle System, man nennt es auch Festbojensystem, im Detail aufgebaut ist, da gibt es nämlich ein paar ganz, ganz wichtige Feinheiten. Das zeige ich euch jetzt im Detail. Bauen wir zusammen uns auf und dann kommen die Ruten ins Wasser. Also auch eine ganz spannende Methode für euch zu Hause, wenn ihr in Hindernisnähe
Bäume am Gewässergrund, irgendwelche Hindernisse am Gewässergrund, eure Wallermontagen auslegen möchtet und sicher gehen möchtet, dass ihr den Waller vom Hindernis fernhalten könnt nach dem Biss. Wenn ihr ein normales Reißleinensystem einsetzt, wie es ja viele von euch kennen, zum Beispiel von der Bowenmontage oder von der Freestyle-Montage, Rute ist gespannt zum Köder, der Waller nimmt den Köder auf, läuft in die Montage rein, Reißleine reißt, Rute federt zurück, werden die meisten Fische schon relativ sicher gehakt, aber zwischen Angler und Angelplatz sackt dann alles zusammen und ihr müsst unter Druck auf den Fisch zufahren und der Drill beginnt. Und wenn dann in diesem Bereich zwischen euch und dem Angelplatz Hindernisse sind, der Wels ist ja nicht dumm, schießt natürlich der Fisch sofort zum Gewässergrund, nutzt die plötzlich schlaff werdende, durchhängende Schnur und findet den Weg ins Hindernis. Mit unserer Festbohlenmontage versuchen wir dem entgegenzuwirken. Hook and Hold auf Wels. So, zusammenbauen, dann kommen die Ruten raus und ihr dürft kräftig gespannt sein, was geht. Ratet mit, wie viele Fische werden gefangen. Teil 1 jetzt und Teil 2 nächstes Wochenende. Ab geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Jetzt habe ich mir erstmal schnell ein schattiges Plätzchen hier gesucht. Die Sonne brezelt wirklich erbarmungslos auf uns herab. Wir haben 40 Grad im Schatten. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Um unsere Festbojen-Auslegesysteme zu bauen, brauchen wir gar nicht viel. Ich werde mal mit euch zusammen jetzt so ein Teil zusammenbauen. Ich habe mir hier alles vorbereitet, zusammengesucht, was nötig ist. Ihr braucht einen herkömmlichen Ausleger. Ich nutze hier gerne solche Modelle mit Reflektorband, die ich schnell bei Nacht mit der Kopflampe wiederfinde. So zwischen 60 und 100 Gramm Auftrieb. Ihr braucht einen herkömmlichen Karabiner, so einen Alu-Karabiner hier aus dem Baumarkt. Ein paar Wallerwirbel mit Karabiner, eine Wallerschnur, so von 80 bis 100 Kilo Tragkraft, also eine stabile, haltbare Schnur und dann noch Silikonschlauch. Da könnt ihr den normalen Rig-Tube-Schlauch benutzen. Ich benutze da sehr gerne so herkömmlichen, sehr steifen Silikonschlauch, Aquarium-Schlauch ist das für die Pumpanlage. Also kein Hexenwerk, nichts großartig Besonderes. Im ersten Arbeitsschritt schneidet ihr euch gute 80 cm von eurer geflochtenen Schnur runter. An das Ende der geflochtenen Schnur bindet ihr einen Wirbel mit Karabiner. Der ist später gedacht für die Aufnahme der Reißleine, wenn die Montage ausgelegt ist. Den befestigt ihr hier einfach am Ende, ganz normal mit dem Knoten eures Vertrauens. Ganz normale Sache. Jetzt schiebt ihr euren Ausleger auf die Geflechtschnur. Bis an den Wirbel ran. Jetzt kommt euer Silikonschlauch zum Einsatz. Da nehmt ihr euch ein kleines Stück, ich sag mal ungefähr 10 cm, schneidet es euch runter. Das dient zur Versteifung, seht ihr gleich. Das wird jetzt auch einfach hier draufgeschoben. Hinter euren Ausleger, Wirbel, Ausleger, Silikontube. Ans Ende von dem Silikontube bindet ihr euch jetzt eine Schlaufe. Schön straff draufbinden die Schlaufe. Damit das Ganze in der Position fixiert wird. Ich mache noch einen zweiten Knoten, damit es noch ein bisschen enger wird.
Die Fliegen machen hier einen wahnsinnig. Sobald man ein bisschen schwitzt, kommen die Fliegen und wenn die Sonne weggeht, kommen die Moskitos. So, der erste Schritt eures Festauslegesystems hier fürs Hindernis ist fertig. Kleiner Wirbel, Ausleger, 10 cm Silikonschlauch, dahinter die Schlaufe. Jetzt kommt wieder Silikonschlauch zum Einsatz. Und diesmal müsst ihr darauf achten, dass das nächste Stück Silikonschlauch, was ihr jetzt hier montiert, diese Länge, wenn ihr es so nach unten hängen lasst, ein kleines Stück überschreitet. Ich passe mir das dann so an, gebe es knapp hinter den Wirbel, dieser Bereich, sind jetzt circa 20, 22 cm, also ein bisschen länger als das erste Stück des Silikonschlauchs. Und schiebe jetzt das lange Stück Silikonschlauch von der anderen Seite auf das Geflecht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Auf der einen Seite das kurze Stück mit dem Ausleger mit dem Wirbel. Auf der anderen Seite das lange Stück, was die komplette Länge dieses Systems hier etwas übersteigt. Ans Ende dieser Seite kommt jetzt unser Karabiner. Wegrutschen kann hier oben nichts mehr, weil durch den Schlaufenknoten beide Silikonstücke gebremst werden. Der Karabiner jetzt hier wird am Ende der geflochtenen Press auf den Silikonschlauch angeknotet. Ich wickel das dann mir gerne so direkt an, ein paar Mal durch. Der schön unten in der Ecke sitzt. Und jetzt einen ganz normalen Knoten drüber ziehen, der schön am Ende zwischen Silikonschlauch und Karabiner reinrutscht. Zieh das Ganze schön fest. Wichtig ist hier jetzt, dass der Karabiner wirklich sorgsam angeknotet ist, denn der hält später den kompletten Druck des Wallers, um diesen vom Hindernis fernzuhalten, aus. So sieht euer fertiger Festbojenumlenker aus. Für das Angeln, für die Köderpräsentation direkt in der Nähe von Hindernissen, über Hindernissen. Mit diesem System schaffe ich es nach dem Biss, den Waller vom Hindernis fernzuhalten. Hier vorne wird jetzt die Reißleine eingehangen. Der untere Karabiner wird unter dem Schwimmer auf eure Hauptschnur eingeklinkt. Sprich, wenn jetzt ein Waller beißt, reißt wie gewohnt die Reißleine, die Rute federt zurück, aber der Wels wird dann immer noch über diesen Karabiner, der auf eurer Hauptschnur eingeklinkt ist, im Areal der Boje an eurem Angelplatz gehalten. Und wenn ihr jetzt beginnt, Druck zu machen vom Ufer, also Anhieb sitzt, Druck auf den Fisch, kann der Wels sich durch diesen Umlenkepunkt hier nicht von der Boje entfernen, also kann das Hindernis nicht erreichen. Wichtig ist allerdings, dass ihr Druck auf der Rute haltet. Euer Partner, der zweite Mann dann, steuert langsam das Boot auf die Boje zu, wo der Wels im Umkreis der Boje tobt. Dann beginnt ihr direkt im Umfeld der Boje den Fisch zu drillen und vom Grund zu lösen ins freie, sichere Wasser. Wenn das dann der Fall ist, hakt ihr kurz vor der Landung des Fisches den Karabiner, den Sicherheitskarabiner eures Festbojen-Auslegesystems aus und könnt den Fisch im sicheren Wasser oberflächennah austrillen und greifen. Ich zeige euch jetzt nochmal in der Praxis, wie genau das Festbojen-Auslegesystem hier mit eurer Montage verbunden wird, wenn die Rute ausgelegt wird. Ja, und dann starten auch wir mit dem Angeln draußen und sind gespannt, ob der Plan aufgeht, ob ein dicker Waller auf unsere ausgelegten Systeme dicht in Hindernisnähe reinfallen. Um euch das Festbojen-Auslegesystem nochmal im Detail jetzt zu erklären, damit ihr auch die Funktion dieses Systems versteht, bevor wir jetzt raus aufs Wasser gehen, habe ich es euch nochmal provisorisch hier am Ufer aufgebaut. Auf diesem Wege hier kommt unsere Boje mit der Auslegeschnur bis zum Auslegesystem.
Die Auslegeschnur von der Boje zum Auslegesystem bestimmt den Abstand eures Köders zur Boje auf dem Wasser. Hierbei empfehle ich euch immer, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wir angeln gerade Wassertiefen zwischen 7 und 10 Metern. Da nutze ich sehr gerne eine Entfernung, also eine Auslegeschnur von der Boje bis zum System von 10, 12, teilweise sogar 15 Metern. Ich würde euch immer raten, wenn es möglich ist, die doppelte Auslegeschnur im Vergleich, im Bezug zur Wassertiefe zu benutzen. 5 Meter Wassertiefe, also vom Bojenstein bis zur Boje, 10 Meter Auslegeschnur, 10 Meter Wassertiefe von Bojenstein bis zur Boje, 20 Meter Auslegeschnur. So gewährleistet ihr einen sicheren Abstand eures Köders bis hin zur Boje, bis hin zur heruntergehenden Bojenschnur. Und erfahrene Waller schöpfen auch keinen Verdacht, wenn der Köder zu nah an einer Boje geparkt ist. Die Boje, wenn Wind oder Welle aufkommt, schwappt auf dem Wasser, bewegt sich etwas auf dem Wasser. Und in Gebieten, in Angelrevieren, wo viele Angler mit der Boje angeln, kennen natürlich die großen Waller dieses System, das Geschwappe der Boje, und reagieren auf zu nah an der Boje angebotene Köder eher mit Argwohn und umschwimmen euren Angelplatz. Zwischen dem Ausleger und eurer Montage, auf diesem Weg geht es zur gespannten Rute ans Ufer, wird die Montage, hier euer Schwimmer, an dem oben laufenden Wirbel mit einer Reißleine mit dem Ausleger verbunden. Ich nutze hier sehr gerne sehr kurze Reißleinen. Die Stärke eurer Reißleine ist immer in Abhängigkeit zu treffen zu eurer Angelentfernung. Also wenn ihr sehr weit angelt, sehr stark durchspannen müsst, kommt eine stärkere Reißleine zum Einsatz, 0,35 bis 40. Bei herkömmlichen Angelentfernungen, ich sag mal 20 bis 80 Metern und nicht sehr starken Wind oder Welle auf dem Gewässer, wo ihr die Rute schön einfach einspannen könnt, reicht in der Regel eine 0,35 mm starke Reißleine. Hier runter geht es zu eurem Köder, die Ködertiefe ist eingestellt, die Montage ist mit dem Ausleger der Boje verbunden. Wenn jetzt ein Biss kommt, reißt diese Reißleine und ihr könnt den Wels frei drillen. Was passiert allerdings, wenn ihr im unteren Wasserbereich oder in dem Bereich, wo ihr euch am Ufer mit der Rute befindet, Hindernisse habt? Der Wels wird nach dem Anhieb genau auf diese Hindernisse zuschießen, zusteuern, während ihr ihn an euch herandrillt. Versucht, diese Hindernisse zu erreichen und ihr bleibt im schlimmsten Fall zweiter Sieger. Um diesem Umstand zu entgehen und den Wels trotz Hindernis im Wasser sicher drillen und landen zu können, nutze ich diese festen Auslegesysteme. Die Montage wird auf dem herkömmlichen Weg, wie ihr es hier seht, eingehangen. Reißleine, Verbindung zwischen Ausleger und Wallermontage. Und nachdem oberhalb über dem Schwimmer die Reißleine eingehangen wurde, hänge ich jetzt unter dem Schwimmer auf die Hauptschnur, die hinuntergeht zu meinem Köder, den Karabiner ein. Jetzt ist euer System komplett fest. Ihr seht jetzt auch schon, warum im unteren Bereich der Silikonschlauch länger gewählt ist als im oberen, damit trotzdem noch nach dem Auslegen eine gerade Verbindung runter zum Köder besteht. Kommt jetzt der Biss, reißt die Reißleine im oberen Bereich. Ich zeige es euch mal. Zack. Aber der Wels bleibt noch im unteren Bereich mit eurer Montage verbunden. Das bedeutet, ihr könnt jetzt vom Ufer Druck ausüben. Was passiert? Der Wels wird im Bereich der Boje, wo ihr zuvor euren Köder fixiert habt, über diesen Umlenkkarabiner frei gedrillt. Also ihr könnt den Wels zwingen, den Grund zu verlassen und an die Oberfläche zu kommen. Und der Fisch hat auch keine Chance, irgendwelche Hindernisse im Umkreis der Montage zu erreichen. Jetzt müsst ihr allerdings mit dem Boot euch langsam dem Fisch nähern. Der Bootsfahrer fährt langsam, beobachtet den drillenden Angler vorne in der Bootsspitze. An den Umlenkwirbel heran, Fisch drillen. Nach oben drillen könnt ihr jetzt den Fisch problemlos. Und wenn der Waller dann im oberflächennahen Wasser auftaucht, wird der Clip ausgehangen. Den Ausleger lasst ihr dann gerade fallen, an der Boje wegtreiben und ihr könnt euren Waller frei drillen und sicher landen. Ich hoffe, diese Veranschaulichung hier, die Trockenübung am Ufer, macht es euch einfacher, dieses komplexe System zu verstehen.
Im Endeffekt ist es eine ganz einfache, aber sehr effektive Sache, diese festen Auslegesysteme. Und jetzt fahren wir raus aufs Wasser, machen die Ruten scharf, bringen unsere Köder auf Tiefe. Und dann hoffe ich, dass ich euch auch zeigen kann im Video, wie das Ganze funktioniert, wenn ein Waller unseren Köder genommen hat und wir dank dieses festen Auslegesystems den Fisch sicher drillen und landen können. Auf geht's, raus auf den Teich. Also ich fahre jetzt vorwärts langsam auf den Fisch zu. Ja. Schön Druck halten. Komm, Druck halten. Wichtig ist jetzt, wenn ihr auf den festen Umlenker zufahrt, dass ihr nur so schnell fahrt, wie der Angler auch grillen kann. Kam eben ein guter Biss. Ich fahre jetzt langsam auf die Boje drauf zu, kippt die Drill vorne, macht schön Druck, dass der Fisch oben bleibt im Bojenbereich. Schauen wir mal. Der komplette Ausleger ist unter Wasser, wenn ihr jetzt euch auf die Boje zubewegt. Das ist aber gut so, das hält den Wels nämlich irgendwo im Mittelwasser. Und dann wird erstmal an der Boje der Fisch gedrillt, bis das Ding hochkommt, wird ausgeklinkt. Ich nehme das hier aus.
Dreimal dürft ihr raten, an welchem Haken der Fisch wieder hängt, am Ghost Hook. Ghost Hook hat genau in der Mouthfalte gegriffen. Say goodbye. Was hast du mit deinem Schlafanzug gemacht? So kehrt sich das. Ja. Bäm. Weiter geht's. Das war jetzt noch nicht die Riesenmutti, aber auch diese Fische müssen wir vor den Hindernissen fernhalten. Und da kommt der feste Umlenker uns sehr zu Hilfe. Mal gucken, ob da noch was Dickeres kommt. Grüße aus der Wildnis. Spitze bis aufs Wasser runterkurbeln, alles gut. Da oben kommt der Vollmond und wir sind am Feiten. Die Freestyle ist rum. So, nachkurbeln. Oh ja, großer Fisch. Das sind die Vollmondbüffel hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt ist er erwacht. Geil, einfach geil. Bäm. Bam, 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 die Nachtsonne. Wir wurden so von Mücken zerballert hier in diesem Schilfgürtel, aber genau deswegen sind wir hier. Jetzt holen wir rein. Ja, ich muss aber trotzdem, wir müssen über die Boje drüber fahren, aber ich muss an der Boje vorbei. Der ist an der Boje vorbeigezogen, alles gut.
gibt sie dann gleich, wenn wir in den Nahkampfposition gehen. Jungs, da oben ist ja der Vollmond, die bunte Kugel, und wir drillen weiter. Wahnsinn, Jungs. Der Vollmond kommt hoch. Wir haben uns hier in den Hecken einen Platz gebaut. Das macht nicht jeder Spanienangler. Aber so wird man dann belohnt. Ich glaube nicht, dass das ein kleiner ist. Juhu, jetzt habe ich einen nassen Popo gekriegt. Was ist denn hier los? Während euer Angelpartner im Boot drillt, bereitet schon mal die Matte im Boot vor, macht alles safe, dass hier nichts rumfliegt, nichts rumliegt, bleibt cool. Ja? Das ist dann wichtig, wofür ihr den Fisch reinholt. Jawohl. Heil, junger Mann. Vielen Dank. Wenn ihr den Wels ins Boot zieht, seitwärts ziehen, dass er nicht über den Bauch zieht, kommt er schön rein. Ghost Hook an der Seite gehakt, Einzelhaken vorne schön im Maulwinkel, also absolut faire Hakenmethode. Das ist gar nichts, zack. Aber jetzt, bevor wir rumlabern, sag mal erstmal Petri. Geil, Petri, danke. Stefan, brav warst. Petri. Einen wunderschönen guten Morgen. Es war ja eine Wahnsinnsnacht jetzt hier. Der Mond war draußen, die Waller haben mitgespielt. Und ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe hier mein Frühstück auf dem Boot genießen. Y-Food ist ja wirklich der perfekte Begleiter für mich. Braucht keine Kühlung, ist mega lecker und macht satt. Habe ich ein ganz schön fettes Problem jetzt vor mir. Ich zeige euch nämlich mal, was jetzt hier in unseren Umlenkern, in unseren Bojenmontagen, in unseren festen Umlenkern sich alles gesammelt hat. In der zweiten Nachthälfte. Chaos. Richtig ist Chaos, aber das ist Wallerangeln, das gehört dazu. An so wilden Revieren. Schaut mal. Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Aber gehört dazu, alles sauber machen. Ein bisschen
Schutz habe ich immer auch durch diese Festumlenksysteme hier, weil es nicht gleich alles weggerissen wird und die Ruten auch nicht weggerissen werden in der Regel nachts. Aber schick machen müssen wir es jetzt auf jeden Fall. Denn so werden wir keinen weiteren Biss bekommen. Alles sauber machen, das Zeug durchfließen lassen. Und dann geht's weiter. Brennt und es wird immer heißer. Ich habe euch hier mal eins der Erfolgsvorfächer vorbereitet, die wir aktuell einsetzen. Die Vorfächer kennt ihr von mir schon. Im vorderen Bereich der 8.0er Megahook. Teilweise gehe ich hier auch in diesem Revier auf 10.0, je nach Ködergröße. Im hinteren Bereich der Ghost Hook. In der Größe 6.0 bis 7.0, auch der Ködergröße angepasst. Bei richtig großen Ködern setze ich auch auf Dreiersysteme. Aktuell setzen wir hier auf mittelgroße Karauschen. Die sind in diesem Revier erlaubt, wo wir aktuell unterwegs sind. Das ist auch die einzige Köderart, die erlaubt ist. Also die Spanier machen da schon krasse Regularien. Aber aktuell gilt folgendes Gesetz. Karauschen dürfen eingesetzt werden zum Welsfang. Und eine Karausche, wisst ihr auch selbst, ist einer der besten Wallerköder, die es gibt. Das Vorfach, was auf der Karausche montiert wird, ist ein sogenanntes Kombivorfach, besteht vorne aus einem weichen Teil, damit ich optimal die beiden Haken der Ködergröße anpassen kann. Das Hauptvorfach, das Mono, vorne der steife Teil, hier setze ich auf Sicherheit im spanischen Dschungel. 1,3 mm habe ich super Erfahrung mitmachen dürfen. In der Regel würde auch das 1,2 mm starke Vorfach vollkommen ausreichen. Aber hier bei diesen ganzen Felsen, Hindernissen am Wasser, fische ich doch eine Nummer stärker. Und die Welse stört es bisher kaum. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir unsere Köder hier montieren. Wir haben hier an unserem Angelplatz eine leichte Strömung. Je nach Schleusenaktivität im oberen Bereich kommt mal mehr Wasser, mal weniger Wasser, mal mehr Kraut, mal weniger Kraut. Also das Kraut, die treibenden, abreißenden Krautfelder, die dann den Flusslauf hier runterkommen, das ist wirklich der Faktor, der uns am meisten Probleme bereitet. Aber durch die meist strömenden Verhältnisse hier im 24 Stunden im Tagesverlauf ködern wir unsere Karauschen mit dem Führungshaken im Maulbereich, damit sich die Karausche schön in die Strömung stellen kann und sehr naturgetreu, sehr realistisch an der Boje unten im tiefen Wasser knapp über den Hindernissen locken kann. Der Einzelhaken wird hier einfach der Karausche mittig durchs Maul geführt. Ein kleines Stück Gummi dient uns dann als Fixierung, als Schutz. Und unser Ghost Hook wird jetzt im hinteren Bereich, im letzten Drittel am Schwanz fixiert. Und ihr könnt jetzt schon gut erkennen, das geflochtene Vorfach ist etwas länger. In dem Fall wickle ich einfach das Geflecht vorne um den Hakenschenkel des Einzelhakens. Passe es mir schön an. Kratze mir dann ein paar Schuppen der Karausche weg, damit ihr den Ghost Hook schön einsetzen könnt. Ihr führt jetzt die Nadeln des Ghost Hooks leicht unter der Haut des Köfis durch. Und jetzt seht ihr schon, wie aggressiv der Ghost Hook hier im hinteren Bereich absteht. Ihr habt jetzt zwei perfekte Hakpunkte am Köfi geschaffen, vorne der Kopfbereich, wo der Waller angreifen kann, und wenn der Waller von hinten angreift,
der hintere Schwanzbereich, überall sitzt ein Haken. Ihr angelt trotzdem noch sehr unauffällig und euer Köder wird sehr fängig über den Hindernissen präsentiert. Ein großer Fisch, ein richtig großer Fisch, die Waller haben hier riesige Mäuler, der wird diesen Happen komplett wegsnacken, wegschnappen, einsaugen. Und bei dieser Anköderungstechnik könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ihr einen optimalen Hakeffekt im Wallermaul erzielt. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was die kommende Angelnacht uns bringen wird. Vollmondzeit ist Bigfischzeit. Drückt uns die Daumen und wir sehen uns dann später auf dem Boot, wenn es knallt hier im Dschungel. Bis später. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Baby. Es ist halt wie ein Schraubstock, wenn der zugreift. Es ist halt wie ein Schraubstock, wenn du zugreifst. Ja. Jetzt gehen wir zurück. Yo, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Nein, nein. Das ist nur irgendwo da drin geschwommen. Weg vom Boot halten. Ja. Thank you.
Fisch. Durchkurbeln, mit weiterkurbeln. Kein Problem. Hose. Das Wasser, kein Problem. Lass es laufen. Ja. Achtung. War nur langsam. Ja. Deswegen kommen die festen Umlenker zum Einsatz. Der Fisch wird dann erstmal an der Boje gehalten. Das sind hier richtige Büffel, die einsteigen können. So langsam jetzt. Was ist hier? Deppert! Cooler Fisch. Mhm. Pass auf, also nicht ans Boot rankommen. Der Fisch ist irgendwo außen jetzt festgeschlitzt. Da hinten nach außen dran. Also schön langsam grillen. Warte, bitte. Der Lauf, komm. Der hängt ganz knapp oben. Der ist einmal gespitzt schon, der Fisch. Alles wird gut bis zum Ende. Ja, bloß die Hände an der Seite oben. Und ganz knapp. Wallerhand ist zäh. Wie wenn die noch Leiche würden. Gut. Da schon irgendwie hin. Jetzt hat er mich gebissen und das war sein Fehler. Ich hab das ganze Ding. Nicht den Druck. Gut, Steffen. Großer Fisch, richtig großer Fisch. Ich bin Deppert. Ja, das ist so 240, 250. Alter, was ein Pest. Deppert ist dieser Spruch. Petri. Da schaut er deinen Schädel an. Fisch ist einmal geschlitzt. Ghost Hook. Von oben wieder rein. Also diese Haken sind der absolute Wahnsinn. Richtiger Büffel hier. Schaut euch das an. Guck mal die Brustflossen. Die sind größer als eine Hand von einem erwachsenen Mann. Wahnsinn. Deppert. Damit sieht es dann richtig die Biss. Das war ja ein Biss. Ja, der König des Flusses. Ein Fisch der 2,50 Meter Klasse. Absoluter Gigant. Und in dem Fall war es goldrichtig, dass wir mit den festen Auslegern an der Bojenmontage gearbeitet haben. Ihr habt es ja im Drill gesehen, der Fisch ist um die Boje rumgeballert. Aber so konnten wir es schaffen, dass er nicht in die Hindernisse unten reinballert. Mit einer normalen Reißleinmontage kann euch das ganz schnell passieren, wenn ihr viele Hindernisse am Gewässergrund habt. Und mit der festen Reißleinmontage und richtig Druck auf der Rute schafft das, den Fisch im freien Wasser an der Boje zu halten. Petri Heil, junger Mann. Petri, Dank. Kannst du noch? Absolut geiler Drill. Das war heftig, ja. Ja.
Aber das ist halt auch ein Monsterfisch. Ehre und Respekt gehört diesen Tieren hier. Bei vielen Unwissenden ist ja der Wels irgendwo so ein bisschen als Schädling deklariert. Aber es ist für mich auf jeden Fall, für uns, einer der spannendsten und atemberaubendsten Raubfische, die wir Angler hier in der Wildnis jagen und fangen können. Das ist ein Riesenabenteuer. Dieser Fisch, so ein Fisch in dieser Größenklasse, ist älter als ich, also hat gute 40 Jahre auf dem Buckel, hat viel erlebt. Und da kann man wirklich dann stolz sein, wenn so ein erfahrener Gigant einem in die Falle tappt. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch mal diesen Riesenschädel an. Die Brustflossen hier. Da passt eine Hand von einem erwachsenen Mann dahinter. Ein Riesenpatte. Wahnsinn. So, mein Freund. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Bis dahin. Eine geile Zeit da unten im River. Wahnsinn. Beste Deiber, das ist ja langer. Traumfisch, Fisch des Lebens. Ja. Wirklich geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Hi, ich grüße euch. Wir sind gerade am Einpacken. Unsere Reise geht weiter. Die Fischerei jetzt zur Vollmondzeit in dem tiefen Wasser mit den Festumlenkbojensystemen war mega spannend. Wir werden jetzt nochmal ein neues Revier aufsuchen, was ganz Spannendes machen. Komplett anders angeln, ganz flach angeln. Wir werden dieses Gewässersystem jetzt ziemlich weit hochmoven mit den Booten, eigentlich an den Ursprung. Und genau dort geht es dann weiter. Was uns erwarten wird, ich bin gespannt, schreibt auf jeden Fall in die Videokommentare unten die Gesamtanzahl der Fische von Video Teil 1, also von diesem Film, und dem kommenden, was ihr schätzt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten, wünsche euch da draußen viel, viel Spaß am Wasser, alles Gute und dicke Fische. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.